Gegen Mainz wird es besonders auf die Zweikämpfe ankommen. Das schnelle und druckvolle Mainzer Spiel muss unterbunden werden. Im letzten Heimspiel hat das gut geklappt. Co-Trainer Peter Perchtold war da noch in Mainz beschäftigt. Doch im schnelllebigen Geschäft Profifußball kann auch das Insiderwissen jetzt nicht mehr zu 100% helfen. Peter bringt sich super gut ein, aber nicht nur an diesem Spieltag, sondern immer. Jetzt in Mainz ist es schon so, klar kennt man den einen oder anderen Spieler dann vielleicht im Detail. Trotzdem ist es so, dass jetzt ein neuer Trainer dort ist und auch ein Stück weit anders gespielt wird. Comebacker Alessandro Schöpf wird voraussichtlich auch wieder im Schalker Kader stehen. Nach seiner Einwechslung und der Vorlage für Leon Goretzka gegen Hertha BSC Berlin freut er sich jetzt besonders auf den ersten Auftritt in der Schalker Veltins-Arena. Mit jedem Sieg steigt ein bisschen das Selbstvertrauen, wird die Brust ein bisschen größer. Und ja, das wollen wir jetzt einfach, also diesen Schwung, den wir jetzt da in Berlin uns erarbeitet haben, wollen wir uns einfach auch mitnehmen ins nächste Spiel. Und ich glaube, gerade vor heimischem Publikum und in unserem Stadion ist immer sehr, sehr schwer zu schlagen. Und haben auch jetzt in der Saison schon einige gute Spiele gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das am Freitag wieder ein gutes Spiel machen werden. Den ausführlichen Bericht gibt es jetzt auf Schalke TV.